Zwei Tage lang drehte sich im BIT wieder alles um Codes und Verschlüsselungsmethoden, der sogenannten Kryptographie. Über 200 Schülerinnen und Schüler nahmen an der schon traditionellen Schülerkrypto teil. Eine Veranstaltung des Bonn-Aachen International Center for Information Technology. In der spannenden Einführung von Professor von Zurgarten und Michael Nüsken werden wir ein ganz kleines bisschen Mathematik brauchen. Wurde schnell klar, dass die Kryptographie schon lange vor James Bond genutzt wurde und so manche Methode bis heute besteht. Aber Verschlüsselungen sind nicht nur Werkzeuge für Geheimagenten. Wir alle nutzen diese Techniken heute beim Versenden von E-Mails oder beim Einkaufen im Internet. Aber genug der Theorie, ran an die Aufgaben. Die Nachwuchsagenten wurden in kleineren Gruppen aufgeteilt, die jeweils von einem studentischen Mentor betreut wurden. Zu zweit ging es dann an die ersten kniffligen Kryptoaufgaben am Computer. Für Maike und Tim kein Problem. Also wir hatten einen Briefumschlag, da war eine Nachricht drauf und die war mit dem Cäsar-Code verschlüsselt und da mussten wir gucken, wie der Schlüssel ist und mussten das dann entschlüsseln. Wir sind jetzt auf dem Computer angemeldet und jetzt kommen die nächsten Aufgaben. Immer tiefer tauchen sie in die Thematik ein. Codes müssen sortiert und Verschlüsselung ausprobiert werden. In der darauffolgenden Aufgabe können Maike und Tim bereits geheime Nachrichten an ihre Freunde verschicken. Ihr Mentor Baran Demir ist immer in der Nähe und hilft mit wertvollen Tipps. Er kennt die Schülerkrypto seit vielen Jahren. Ich bin damals in der 12. Klasse das erste Mal hier gewesen, auch als Schüler. Damals sandte mich mein Lehrer alleine hier. Hat mir aber dennoch sehr gefallen und war für mich auch dann der Auslöser, an die Uni Bonn zu gehen, um Informatik zu studieren. Ich hatte ursprünglich etwas andere Pläne, aber die Schülerkrypto und die Hochschultage der Uni Bonn haben dann mich dazu geleitet, doch hier zu bleiben und hier zu studieren. Den Schülern würde ich auf jeden Fall sehr viel Spaß mitgeben und ich glaube, ich würde denen einfach gerne so einen kleinen Schubs geben in die Richtung IT-Sicherheit, dass man seine Daten sichern kann, dass man vorsichtig sein soll mit seinen Daten und dass aber diese Welt der Kryptographie relativ groß ist und auch sehr viel Spaß machen kann. Neben den Kryptoaufgaben im James-Bond-Stil gab es auch Mathematik- und Konzentrationsspiele in der großen Gruppe. Jetzt haben wir hier eine 0 und hier eine 1. Beim Laser-Ping-Pong-Spiel des Instituts für Informatik der Uni Bonn konnten sich alle entspannen oder Infos zum Studium holen. Zum Schluss gab es für alle Teilnehmer noch das eigene Porträt, natürlich verschlüsselt, mit visueller Kryptographie. Ob Agentenkarriere oder doch lieber ein Studium, blieb vorerst geheim. Ihr Feedback zu Schülerkrypto haben uns Maike und Tim aber verraten. Also ich fand es sehr gut, wir haben ziemlich viel gelernt und konnten das Ganze auch dann sehr viel alleine ausprobieren. Und wenn man Hilfe hat, haben wir auch geholfen, aber manchmal war es halt am Anfang, fand ich die Voraussetzungen, die wir hatten, ein bisschen niedrig gestellt. Ja, also ich fand das, auch wenn es schwer war zum Schluss, das mit dem Mailen ganz cool, weil man da mit seinen Freunden sich unterhalten konnte und auch Nachrichten austauschen konnte. Es war zwar schwer, aber es hat Spaß gemacht. Die nächste Schülerkrypto findet Anfang 2014 statt.